gerade anfangen zu bloggen, da musste ich meiner Mutter kurz helfen. Die hat die Kuhhole wieder verfahren bekommen. Ich habe Zauberhände. Ja, wir sind bei meinen Eltern, wenn man unschwer erkennen kann. Okay, eher in die Richtung. Weil heute ist Geburtstagsfeier von meinem Vater. Hier gibt es auch schon Torte. Ja. Und ich muss jetzt gleich noch hier bei Teddy gerade noch abgeholt. Ja. Gleich noch aufpusten. Ich habe gerade endlich gefrühstückt. Jetzt halt später als sonst, weil wir hin und her und ins Lager und ach, keine Ahnung. Und überall Straßen extrem voll. Ja, genau. Mal gucken. Ich werde mich heute wahrscheinlich nicht so viel melden. Ein bisschen mit Filmen, aber halt nicht so viel. Mehr Privatfilm als alle andere. Und ja. Guckt euch dieses schöne Wetter an. Ich hoffe, man sieht es jetzt irgendwie. Es ist so schön blauer Himmel und es ist so verdammt warm. So kann es gerne bleiben, aber morgen war schon wieder eklig. Na gut. Ich puste jetzt die Ballons auf und dann mal gucken, ob ich da irgendwo so helfen muss. Kann, darf, soll. Ich kann mal sagen, es gibt nicht genügend Kuchen. Achso. Ja, aber wie? Im kleinen Zimmer spielen auch. Den habe ich schon. Ach, den hast du? Den habe ich schon. Ja. Und da ist auch schon Brutzelhack. Die Ecke gucken wir uns nicht genauer an, aber. So. Hat sie aber falsch aufgehängt. Warum denn nur wieder? 27 musst du. Jo. Geil. Wir essen ein paar Fotos. Wir gehen mal durch. So, wir sind wieder zu Hause, wie man sieht. Und ich muss mich mal kurz hier hinsetzen. Ja, ich habe heute den ganzen Tag wieder durchgängig Kopfschmerzen, immer nur so leicht, aber oh, nervig. Mit Mini-Migräne ist an so einem Tag natürlich richtig gut. Auch Kopfschmerzen wieder nichts gebracht, diesmal, naja, was soll's. Geht auch bald ins Bett. Und dann ist auch schön. Und ich habe was mitgebracht. Mal mit, also geschenkt bekomme ich. Ich hole es mir heute an, wenn ich was nichts Böses. Und dann passiert das. Ich habe nämlich von der Freundin meiner Mutter zwei Bücher bekommen. Die ersten beiden in der Trilogie. Den dritten Band bekomme ich auch noch. Und zwar Rose Snow, das Buch der Lügenwahrheit. Ist die Reihe. Und die Bücher der Lügenwahrheit, wieso heißt die Reihe? Ich habe Gutes von der Reihe gehört. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Und, also, erster Band. Der zweite Band, habe ich gar nicht verfolgt, was der zweite Band ist, weil der sieht dann so aus. Ja. Taschenbuch. Okay. Warum nimmt man ein anderes Cover? Weiß ich auch nicht. Ja, mal gucken, wie der dritte Band dann aussieht, den sie hat. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall lustig. Ist auch nicht von ihr selbst. Wo auch immer sie die Bücher her hat. Keine Ahnung. Aber ja, hat sie mitgebracht. Und sie sucht die FMR-Bücher aus. Meistens für meine Mutter. Aber jetzt habe ich welche bekommen. Von ihr habe ich ja auch den Pferdeflüsterer vor etlichen Millionen Jahren bekommen. Ich dachte sie so, ach, das hat sie endlich ausgelesen, kann ich endlich neue Bücher schenken. Was? Ja, das ist ein Monat mit vielen Neuzügen, würde ich sagen. So ist das. Ja, ansonsten war es sehr nett und lustig heute, bis auf meine Kopfschmerzen. Die waren nicht ganz so lustig. Und wir haben viel Essen mit nach Hause gebracht, also mitbekommen. Vor allem viel Dip-Zeug, weil meine Mutter zum ersten Mal Gemüsesticks gemacht mit Dips. Aber das bisschen Gemüse für den vielen, die wollte auch doppelte Dip-Sachen, also zweimal Tzatziki und zweimal Quark, hier wird auf den jeweiligen Tischen. Ich dachte so, nee. Das ist zu viel. Man kann ja auch aufstehen und auf die anderen zu den anderen Tischen gehen. Muss man ja eh, wenn überall was anderes steht. Hab ich gesagt, lass auch noch zweimal Knoblauchcreme. Hab ich gesagt, das ist zu viel. Mach die drei Dinger wieder weg. Das schaffen wir eh nicht. Wenn wirklich leer sein sollte, was ich bezweifle, kann immer noch was Neues aufmachen. Aber das war, nee, wenn das auch noch aufgemacht worden wäre. Nee. Ach, die angefangenen Sachen haben wir jetzt mitbekommen. Ja. Und ich habe extra noch gedacht, okay, ich möchte jetzt auch wieder Gemüsesticks mehr machen die Woche, oder die nächste Woche. Und wollte mich einen Dips kaufen, also mehr Frischkäse und so. Da dachte ich so, ich mache Gemüsesticks und wahrscheinlich hat sie viel zu viele Dips und dann bekomme ich bestimmt wieder was mit. Richtig. Von daher bin ich froh, dass ich gelassen habe, mehr Zeug geholt. So, jetzt muss ich den ganzen Krümel geben, dann nehme ich den Abendbrot und dann ist es, wie gesagt, noch ein bisschen lesen. Ein bisschen lesen möchte ich. Ich habe auch meine Eltern ein bisschen mit meinem Kind gelesen, habe ich mitgehabt, weil wir ja schon so früh da waren.
oder in der Zeit, wo ich nichts helfen konnte, wo nichts gemacht werden musste, habe ich ein bisschen gelesen. Nicht viel. Oh. Aber ein bisschen. Oh, ich muss doch keine Krümel mehr machen. Ach, cool. Gut. Ja, dann kann ich gleich lesen, würde ich sagen. The Masked Singer werde ich morgen gucken. Ich will auch Instagram es nicht mehr angucken. Ich muss nur noch warten. Mein Vater wird mir noch Fotos schicken. Da muss ich das Handy nochmal in die Hand nehmen, aber sonst bleibt das Handy weg. Ist eh noch nicht zu Ende, von daher kann ich mich eh noch nicht spoilern. Alles gut. Daniel spielt seit vorgestern Dead Island 2 und hat gerade diverse Problemchen. Nicht? Och nö, geht schon. Nee. Geht schon? Geht schon. Bist du weitergekommen als ja. Eben? Ach guck. Da war nicht so viel zu holen. Und ach so, dafür, dass du ständig gestorben bist? Eieiei. Ei, ei. Jetzt hat er ein paar Schaulöse um sich versammelt. Ja. Ah ja. Eklig. Was sollte man nicht machen? Sich mit nassen Haaren ins Bett legen, um so Masked Singer zu gucken und dabei einzuschlafen. Dann sieht man hinterher aus wie so ein aufgeplatztes Sofakissen. Was ist das? Manu. Ja. Da ist noch im Lager. Hat genau da angerufen, als die Masked Singer zu Ende war. Die Hälfte habe ich auch noch verschlafen. Das heißt ja beim zweiten Duell nicht gewusst, wer jetzt nun schwimmen muss und wer nicht. Habe das letzte Duell halb verschlafen, immer nur so ein bisschen mitbekommen. Aber ich bin wieder wach geworden, als ausgewertet wurde, ausgedingst wurde. Schlafen? Wach? Nein. Wer rausfliegt? Das Seepferdchen ist raus. Ach ja. Ja. Ich lese jetzt mein Buch zu Ende. Und dann muss ich unbedingt Agatha Christie weiterlesen. Ich weiß nämlich nicht, wie weit die jetzt schon sind. Ich habe seitdem noch nicht weiter gelesen. Ich wollte vorgestern schon darin lesen. Habe ich nicht gemacht. Und das muss ich jetzt unbedingt nachholen. Weil ich echt nicht weiß, wie weit die schon gekommen sind jetzt. Ich habe erst eine ganze Woche oder mehr als eine Woche nicht drin gelesen. Ist einfach verpeilt. Natürlich schlecht, wenn man eine Lesegruppe liest. Naja, egal, mache ich jetzt gleich und dann freue ich mich wieder auf Blackbird Academy und ich freue mich eigentlich auch schon auf die neuen Bücher. Eieiei, da wird mir eigentlich schon ich habe gerade voll die Wortfindungsschwierigkeiten. Aber es geht gar nichts. Wie heißt denn das? Jetzt sagt ihr das wahrscheinlich alle und ich denke mir so, ja, sag doch mal lauter. Vorgeschrieben. Ich wusste das auch mal vor. Was ich als nächstes lesen muss, weil ich immer neue Bücher kriege. Naja, passiert. Ist okay. Obwohl ich ja immer noch Bücher von Bukopoli und vom Reihenabbau habe, ne? Die darf ich ja auch nicht aus den Augen verlieren. Und dann kommen zwischendurch noch Bücher, die ich unbedingt jetzt lesen möchte. Alles war schwierig. Aber ich krieg das hin. Es läuft ja ganz gut. Mit dem Lesen im Moment, das finde ich super. Und auch mit den Neuzugängen hält es sich ja einigermaßen im Rahmen. Außer diesen Monat, das ist schon wieder grenzwertig. Aber ich bin nicht immer schuld, muss man dazu sagen. Also bei den beiden Büchern, gestern habe ich ja gar keine Ahnung gehabt, dass ich die bekomme. So null, das war ja so eine komplette Überraschung. Und ich weiß auch nicht, wenn ich den dritten Band dann kriege. Ich glaube, den liest sie wahrscheinlich dann gerade. Ich weiß es nicht. Oh, ja. Meine Mutter bekommt von ihr ja auch ganz oft Bücher. Und ja. Jetzt habe ich ja das bekommen. Das habe ich ja überhaupt nicht. Ich bin immer noch völlig geflasht deswegen, ne? Weil das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich glaube, wirklich das Letzte, was sie mir selbst direkt gegeben hat, war der Pferdeflüsterer. Und das ist ja nun schon ein paar Jährchen her. Also wirklich. Gut. Aber die beiden sollen jetzt nicht so lange hier liegen bleiben, wie der Pferdeflüsterer. Und ich überlege tatsächlich, ob ich den zweiten Band umtausche gegen eine Hardcover-Ausgabe, weil das Taschenbuch ist ja, ich habe es auf den ersten Blick überhaupt nicht erkannt, dass die beiden zusammengehören. Und man muss ja mal sagen, das Taschenbuch ist nicht so schön wie das Hardcover, ne? Muss ich mal gucken. Ich muss es vielleicht nochmal umtausche. Aber ansonsten, ja, freue ich mich auf das Buch der Lügenwahrheiten. Da bin ich echt gespannt, wie mir das gefallen wird, weil ich da nur Gutes gehört habe. Oh, jetzt muss ich mal wach werden. Kaffee, ich brauche unbedingt Kaffee. Das ist wichtig jetzt. Kaffee machen, lesen und sonst halt wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Gehe ich mal von aus. Eigentlich hätte ich geplant, heute ein schönes Sonntagsfrühstück zu machen. Wir sind heute schon wieder kurz vor 8 aufgewacht. Beide.
Und ich hatte seit gestern durchgängig Kopfschmerzen, die ganze Nacht lang auch und heute Morgen immer noch, dass ich dachte so, und er musste ja schon um 11 los. Und ich habe mir so, wollen wir das vielleicht zusammen machen, das Frühstück? Weil ich konnte überhaupt nicht klar denken, mein Kopf tat so weh. Der Kaffee hat es dann wieder hinbekommen, dass ich keine Kopfschmerzen mehr hatte, endlich. Mir ging es allen vorn auch wieder komisch, ach was weiß ich. Jedenfalls wollen wir unser Frühstück heute Abend machen. Wir essen unser Frühstück auf dem Abend. Ich dachte so, hä, ehrlich? Aber dann lassen wir den Kaffee natürlich weg, aber ansonsten machen wir alles, was ich geplant hatte. Das weiß ja gar nicht genau, was ich alles geplant habe. Heute Abend. Ich muss nur die Küche in Stiki machen, also Geschirrspüler und so. Es liegt wieder ein bisschen was rum. Aber ja. Das ist auch mal eine... Wer isst schon Frühstück zum Abendbrot, ne? Ich meine, es ist jetzt nichts, was man nur zum Frühstück essen könnte. Aber es ist schon irgendwie als Frühstück geplant gewesen. Gucken wir mal. Gut, jetzt aber erstmal Kaffee und dann lesen. Unser Frühstück, Abendessen, irgendwas, ist fertig. Ja. Guten Appetit!